Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück. Zurück betont, sehr, sehr fett betont. Ich war jetzt eine lange Zeit ein bisschen inaktiver, weil ich mich viel auf die Arbeit konzentriert habe und weil mir das alles zu viel wurde. Und ja, ich mache jetzt einen Versuch, ob es alles hinhaut mit der Arbeit. Und hast du nicht gesehen, das größte Problem von allem ist, dass ich Frühschicht habe. Und Frühschicht ist für mich gleich, ich bin müde. Und wenn ich müde bin, dann geht gar nichts. Ja. 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 Und jetzt versuche ich es mal. Wir befinden uns jetzt im Sommer. Nicht mehr im Frühling. Deswegen sitze ich hier ohne Mütze, weil es einfach zu warm ist für die Mütze. Ich würde es einfach nicht aushalten. Nein, halt, warte. Ich habe mich ein bisschen in die Quest umgeguckt, die wir haben. Und zwar lange Reihe. Wir haben noch einen Fraktionsauftrag. Das letzte Experiment der Chimerikerin. Und wir müssen zurück zu Lilia Hagen. Moin, Belastender. Oder Belastend. Wieso sage ich immer Belastender? Das habe ich schon immer gesagt zu dir. Ich nenne dich Belastender. Fühl dich geehrt. Und ja, wir kehren erstmal zu Lilia Hagen zurück, würde ich sagen. Ne? Vielleicht hat sie ja noch eine andere Quest für uns. Kann ja sein. Ich hoffe, ich habe nicht verlernt, wie das Spiel geht. Ist Lilia Hagen bei uns auf dem Schiff? Hä? Warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Achso, wir sind an der Groundbreaker. Hä? Aber das ist doch Phoenix Labor, oder? Das ist verwirrend. Da, Phoenix Labor. Hä? Aber wenn ich hierauf gucke, sind wir auf der Groundbreaker, oder? Nee, egal. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Ich hab gedacht, die Groundbreaker wäre mein Schiff. Also nicht vom Namen her, sondern vom Symbol her. Ja. So, Mrs. Hagen, ich bin hier. Is it done? Es ist erledigt. Shatrand ist tot. Well, well. Looks like someone's due for a promotion. How does Vice President of Aggressive Acquisitions sound to you, Contractor? Ein Titel. Der zieht ziemlich langer Titel. Ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Zukunft einen solch ehrenvollen Titel bereithalten würde. Well, of course. We're a legitimate business, remember? And legitimate businesses have loads of vice presidents. Or so I'm told. Catherine heard I was taking you on full time and sent along a present of her own. I've had it delivered to your ship. From now on, the board will think twice before fucking with Lilia Hagen, savior of humanity. Ich weiß nicht, ob ich das rauspiepen sollte. Es war mir eine Freude, mit dir zu arbeiten, Lilia. Be sure to mention that in your travels. We could use the free advertising. Well, if there's nothing else, I need to review some applications, seeing as I just lost my best contractor. Ich kann auch noch weitermachen. Weißt du etwas über den Kampfkreuzer Cornelius Vanderbilt? Not as much as I'd like. The board dispatched it to Earth on a resupply mission, I think. Why? Ich weiß es auch nicht mehr. Sollte ich ihr Informationen geben? Ich weiß nicht, sie ist jetzt nicht wirklich so vertrauenswürdig, als wenn ich ihr Informationen geben sollte, ne? Andererseits bin ich ja der Böse. Also wäre es ja eigentlich gar nicht mal verkehrt. Wir geben ihr die kritischste Information, die wir haben. Huh. If you haven't seen an assault cruiser before, I'll tell you this much. They don't just go missing. That's like losing a moon. I'll have someone look into it.
But for the moment, we're pissing in the wind and shooting in the dark. Considering how you get around, you'll probably find answers before I do. Na gut. Sie ist vertrauenswürdig. Verdammt, ich hätte ihr nichts sagen sollen. Okay, gehen wir zum Groundbreaker. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, was sie uns schenken möchte. Aber wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich ist es nur eine Danksagung oder so. Irgendwas Nichtssagendes. Okay, wir müssen noch eine andere Quest abgeben. Ja, Fallout Boy, freu dich. Und dann bin ich vielleicht die Tage auch wieder da. Ja, wird sich zeigen. Heute bin ich tatsächlich richtig fit. Ich weiß nicht warum. Ich hatte heute Energie und dachte mir, jetzt geht's los. Jetzt musst du wieder anfangen. Jetzt bin ich hier. So. Meine Werte sehen gut aus. Mardos, Kosten für Bewegung wären taktischer. Ja, braucht doch keiner. So, beiß nicht in die Sonne. Was haben wir da gemacht? Ach so, das Date. Ich verstehe. Na gut, Parvati. A reminder to all crew members. There is only one toilet on the ship. Hallo, Parvati. Du siehst ja nicht sehr glücklich aus. All right. She's on her way. How do I look? Sauberer, würde ich sagen. You bet I am. You don't want to know how much engine gunk came off me in the shower. Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, all right. Deep breath. Here I go. Sie nach dem Date? Ich darf sie beim Date stören? Das habe ich ja noch nie gesehen. Adelaides Deserteure träumten von einem Leben in Unabhängigkeit, ohne den Vorstand kontrolliert zu werden. Du hast ihnen eine wichtige Lektion erteilt, niemals zu träumen. Cool. Achso, sowas habe ich bekommen. Das ist ja... Ach, hier sind meine Trophäen! Das ist zum ersten Mal. Ich habe Trophäen. Ja, Fallout Boy, wenn alles nach Plan läuft, dann... Wow, danke. Das ist das Geschenk von Sublight. Wenn alles nach Plan läuft, dann würde ich gerne wieder öfters streamen, ja. Und vor allem öfters VR. Ich habe mir eine Soundkarte organisiert, damit mein Kragenmikrofon nicht so blechern klingt. Und habe es getestet und es funktioniert. Super, prima. Und das Problem ist nur, an der ganzen Geschichte, ich würde gerne wieder das Skyrim Let's Play weiterführen in VR. Allerdings ist irgendwie mein Speicherstand korrupt und die Tropfen, die Trophäen. ja, wir müssen da eine Sache nachholen und die werde ich im Stream einfach so mal nachholen und dann kann man mal gucken, wie das Ganze so ist in VR plus Stream. Ich habe mir da ein bisschen was angeguckt. Ich weiß auch, wie ich an den Chat rankomme und alles. Wie das Ganze aber dann wirklich funktioniert, weil so ein VR-Headset, das zittert natürlich die ganze Zeit auf meinem Kopf. Nicht, weil ich irgendwelche Spastiken habe, sondern einfach nur, weil der Kopf zittert ja eigentlich die ganze Zeit ununterbrochen. Nur du merkst es nicht, weil dein Verstand das natürlich ausblendet. Hey, Boss, I want to talk to you. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now, I ain't need your help, I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He's probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. I always thought it was funny when I get indignant about something. Then he'd watch me do whatever it was, make sure I didn't get hurt, but he'd never interfere. I learned a lot that way. I wish I could have met him. Anyone who helped shape you must have been a special person. Wie sie aussieht. Oh, das ist eine Panne. Weißt du, sie voll dreckig in ihrer Montur. My father and I were often at loggerheads. He had notions of how the station should be run, and I had others. He was fond of saying, you think Groundbreaker pays for itself? Someone's got to cover the bills when I chafed against his deference to the board.
Sounds like he was afraid of him. He was, and he was right to be. Didn't mean I had to like it. Wie verkrampft sie auch einfach da sitzt. Das ist ein Date, Mann. Randa, los. What about your mama? I don't mean to pry. You just hardly mention her, and I've been wondering. She passed when I was small. Taught me how to change a fuse on her deathbed. Even sick, she was patient with me. She kept exhaustive journals of my childhood, my father said. Like she was A-B testing child rearing. Must be you got that exacting nature from her. Exacting is a kind way to put it. Inflexible, my father would have said. Bullheaded. Cold. Und jetzt gucken die mich an. Leute, ihr habt ein Date. Mach was draus. Ja, guck deine Fingernägel an, das kommt immer gut an. Cold, then I'm the void of space. Cold. That's the silliest thing I ever heard. I thank you. Keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas wird. Vor allem, wie die aussieht. Kann ich mit dir reden? Oh, excuse me. Ja, excuse me. Ich will dich nicht erschießen, keine Sorge. Ich will mit dir reden. June, call me pretty. Wow. Du bist echt ein bisschen krank, oder? Ich glaube, sie ist der Mann in der Beziehung. I appreciate you making the time for this. Na gut. Ich glaube, das war's. Großartig, haben die nicht viel gemacht. Geh zur Küche und sieh nach, wie das Date läuft. Parvati und Junlei scheinen eine tolle Zeit miteinander zu haben. Du solltest das Schiff verlassen, um sie den Abend in Frieden genießen zu lassen? Ich soll das Schiff verlassen? Ich meine, wenn ich den Raum verlassen sollte. Okay. Ja. Wenn ich die privaten Gemächer ein bisschen weiter von den privaten Gemächern weg sein sollte. Okay. Aber das Schiff komplett zu verlassen, die hauen doch damit ab. Die brennen doch durch. Oh nein, wird das wirklich passieren? Ach. Ist nur meine Fantasie. Wieso bin ich so tot? Ach so. Weil ich natürlich verhungere. Ja, das ist ja... Könnte ein bisschen problematisch werden. Ja, Fallout Boy, das stimmt. Das ist nicht ganz koscher, ne? So. Jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen Fleisch rein hier. So, trinken noch am besten. Und schlafen muss ich auch noch. Okay, wir schlafen erstmal. Am besten hier. Vielleicht hätte ich zuerst schlafen sollen. Nee, da wäre ich ja tot gewesen, ne? Okay, ich bin wieder hungrig. Oder immer noch. Ich habe wohl zu viel Zeit damit verbracht, meine Mikros einzustellen. Weil hier war alles verstellt. Okay, verlassen wir das Schiff. Und ich nehme Parvati mit. Ist gerade die Quest fehlgeschlagen. War das vielleicht nicht die beste Idee? Fühlt sich das an, wie, ne? Wo sind meine schicken Kleider? Gucken wir uns mal die Quest an. Wieso soll ich mit ihr auf dem Schiff reden? Sie ist doch hier, oder? That Chief Junlei sure seems well, huh? Sure thing, Captain. Okay. Schade. Ich habe gedacht, ich habe das Date vermasselt. Ah, das wär's gewesen. Richtig schön verkackt. Mitten aus dem Date rausgezogen. Stell dir vor, die küssen sich gerade und ich so, komm mit, Parvati. Wir haben Dinge zu erledigen. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Ja, ich werde mit Parvati reden. I don't know that you should be listening to those serials with Felix. They're gonna give you funny ideas about human-mechanical relationships that I explain. Oh, Captain! Just doing some routine maintenance on our automech friend. Don't mind me. Ja, ich will aber mit dir reden. Okay, Captain, she's gone. Da
Das wäre genau das, was ich jetzt sagen würde. Bevor du ein Wort sagst, möchte ich klarstellen, dass ich keine Besorgungen mehr für dich mache. No need to worry about that, Captain. So she got here, and after a few minutes she said, hey, do you have some new parts? And I was like, nah, I used a new soap. And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. Ich weiß, ich war leider da. Well, sure you could see, but I thought maybe you'd want to know some of what was said. You ain't much of a romantic, huh, Captain? Rein theoretisch bin ich ein Romantiker. Huh? Aber nur theoretisch. Praktisch habe ich einfach keinen Bock. Du hast also das Essen aufgetischt, June hereingebracht und die Musik angemacht? She stood stock still and just said, oh, real soft. Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, is that dustback casserole? I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarchian? Monarchist? Monarchist. Okay. Ja, Forward Boy, ganz genau. Das Essen ist also gut verlaufen, einschließlich das Dessert. Das waren noch diese komischen Kekse, ne? Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, oh Gott. Captain. Nein. Oh nein. Wahrscheinlich wollte sie nur sagen, ich bin allergisch gegen Kekse oder so. Und Pavati so, ich liebe dich. Oh, der Power Move. One of us has gotta be. We're both June's so reserved and I'm so shy. I worried if I never said anything, nothing would ever get said, you know? I told her about how she made me feel. Bold like I acted, strong, smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor and how it made her want to be more open. Moment. Sie hat ja eine Rede geschrieben, um dir ihre Liebe zu gestehen? She was worried she wouldn't get the words out right, especially after that message about Isabel. It's sweet. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! Und was ist mit deiner Abneigung gegenüber körperlicher Nähe? We talked about it some. I told her I wasn't sure how it'd work, how I've had a bad time of it in the past. She said we'll take it as it comes. Fix things together. Share meals, talk. Maybe she could rub my shoulders when they're sore. I said I might like that. Ich wusste doch, dass sie dich mag. Ich hätte niemand anderes geglaubt. You got an eye for people, Captain. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met June Lay at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Du hast Glück, dass ich dich nicht mitnehme zum Sterben. Hast du eigentlich eine Quest für mich? Issuing sanitation ticket. Error. Refill printer paper. Gute Arbeit, Sam. Thank you. Customer, all cleaning tasks have been completed. Scheduling next round of cleaning to commence in 4 minutes. Okay. Nein. Wir gehen mal. Aber der Kollege Hans-Dieter, wie auch immer er hieß, ich erinnere mich an den Namen nicht, der möchte gern Cowboy, der wollte doch was von uns, ne? Warst du das? Steht nicht mein Name dran. Hey, hey, rede. Hey, Captain.
Ah, Nicola. Ah. Nicola war falsch. Da! Nein, das ist der Vika Max. Wo ist der denn? Warte, der hängt doch gerne unten an der Tür, ne? Warte. Da ist er. Felix. Ah, Felix. Hey, Boss. Mit seiner schlauen Brille. Du hast nachgedacht. If we wanted the board's attention, we got options. Piracy, vandalism, maybe some light arson. We want to put some fear in the board, right? Get him scared of us. Oh, das klingt alles so gut. Oh. Respekt. Ich brauche keinen Respekt. Ja, Kollege Hans-Dieter. Ich habe dich doch vermisst, ja, von heute vorher. Der Vorstand hat jede Menge Gründe, uns zu fürchten. Nicht genug. Ich versuche eine Arbeitsbeziehung mit dem Vorstand aufzubauen. Wo ist die Option mit Brandschätzen und Plündern? Ich hätte gerne die Option, einfach wahllos Schiffe anzugreifen. Das wäre es gewesen. Oh, würde ich reich werden. Na gut. I want to believe you, but the adjutant didn't seem too scared of us. You just got an audience with Sophia Conde. That's the adjutant to the chairman. You sure we should be trusting her? Ich vertraue niemandem. Ich tue gerne so, wenn ich glaube, dass es eine böse Tat ist. Ich muss ihr nicht vertrauen, solange sie für mich, aber für meine Arbeit bezahlt. Working for the board always costs more than it pays. No job's worth your principles. Ich habe keine Prinzipien. Oder steht da sogar? Prinzipien? Was ist das? Nice one, boss. I know you don't mean that. I wouldn't have joined you if you didn't have some sort of principles. I know we're freelancers and all. We take work where we can find it. But we gotta be vigilant, you know? This is how the board gets you. A job here, an errand there. Before you know it, you're calling him sir and ma'am. Deine Warnung wurde zur Kenntnis genommen. I appreciate your time. Let's get back to it. Wollen wir nicht brandschatzen? Ich dachte, jetzt geht's los. Ich dachte, jetzt kann ich sie alle plündern und ausrauben. Und hast du nicht gesehen? Ja gut, das... Das... Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe auf diese Quest absolut keinen Bock. Ich laufe durch die Gegend und suche Klamotten. Ja, das kann ich auch hier in Berlin machen. Dann nehme ich Reggie mit und dann suchen wir Klamotten. Wobei wir beide nicht so gerne shoppen gehen. Finde Wells Kommunikationsterminal und schicke ein Peilsignal an Sophia Akande. Ach, Quatsch. Wir machen ruhig mit Fiennes weiter, ne? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wenn wir Fiennes verraten, wir eine Menge vom Spiel verlieren. Und das will ich nicht. Ne? Das ist wie damals bei Sekiro. Da habe ich gedacht, hey komm, ich nehme den optionalen Weg und zack war das Spiel vorbei. Und das muss das sein. We've arrived at Phineas' orbital lab.